Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Schon wieder ein Video der Serie Die Postmörder. Paket Nummer 345 sollte das sein. Wieder ein Amazon Warehouse Deal. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang. Wir gehen runter auf den Tisch. So, und wieder eine Festplatte. Diesmal eine MyCloud Home, aber dafür diesmal eine relativ kleine, die hat nur 4 Terabyte. War auch super günstig. 154 kostet, glaube ich, normal. Die war jetzt bei 129 im Warehouse-Deal, abzüglich 30% Rabatt. Da bin ich auf den Preis gekommen von, aber es war auf jeden Fall irgendwas um die 95 Euro oder so. So, warum haben wir diese Festplatte gekauft? Originalverpackung ist auf jeden Fall dabei, Ladekabel, Bedienungsanleitung, alles auch dabei. Aber warum habe ich mir die Festplatte gekauft? 4 Terabyte ist nicht viel Speicher für so ein kleines Ding. Das stimmt, aber ich habe die Festplatte schon mal gehabt mit 8 Terabyte. Die ist mir kaputt gegangen. Das ist aber nicht die Festplatte kaputt gegangen, sondern die Elektronik ist kaputt gegangen. Und da habe ich eigentlich bei der Festplatte die 8 Terabyte Festplatte in das Gehäuse einzubauen. Dann habe ich eine 8 Terabyte Netzwerk Festplatte. Und ich fand die Festplatte damals echt mega, mega praktisch. Weil die kann man so einrichten, dass ich dann das Handy, mein iPhone in dem Fall, automatisch synchronisiert mit der Festplatte und alle meine Bilder, was ich gemacht habe, da habe ich automatisch dann immer eine Kopie auf der Festplatte drauf. Und wenn ich mal geschwind irgendwas braucht habe, dann habe ich schnell auf der Festplatte geguckt und habe da entlang probiert, das Handy anzustecken und irgendwie die Daten zum rüberziehen, sondern auf der Festplatte schnell gesucht. Fand ich eigentlich immer mega praktisch und ich fand es auch praktisch, dass ich eigentlich weltweit auf die Festplatte zugreifen konnte. Und wenn ich irgendwie wisst dann, ich bin unterwegs und ich brauche irgendwelche Daten eventuell, und ich sie auf der Festplatte hinterlegt und dann habe ich von überall Zugriff drauf gehabt. Fand ich sehr positiv, wo dann die Festplatte kaputt gegangen ist. Habe mir überlegt, ob ich nochmal eine neue kaufe oder nicht, weil Garantie war dann schon abgelaufen. Jetzt war die im Angebot für 95 Euro circa. Na, ich denke, jetzt kaufst du die und dann tust du einfach die 8 Terabyte Festplatte, was in der alte drin war, da an den Einbauer. Umbaut ist das, ich glaube, relativ einfach. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie es aufgeht, aber so kompliziert war es nicht. Die andere habe ich ja damals auch gemacht. Dann habe ich wieder 8 Terabyte Cloud für unterwegs, wo ich halt von überall drauf zugreifen kann. Und auch hier im Heimnetzwerk, ich habe ja im Wohnzimmer einen PC, ich habe hier einen PC und das ist halt praktisch, wenn jetzt auch, ich weiß, ich brauche auch mal andere PC, irgendwie die Daten, dann lege ich die auf der Festplatte ab, dann kann ich von alle PCs drauf zugreifen. Früher habe ich das sehr häufig gemacht, weil der Rechner da drüber, der hat meine Videos gerendert. Auf dem hier habe ich sie geschnitten und dann war das praktisch, wenn ich das über so eine Netzwerkfestplatte realisieren konnte. Hier war die Daten, der hat die Daten verändert, der hat die Daten verschnitten. Dann war das immer geschickt, aber mein Rechner ist inzwischen so schnell, dass ich das eigentlich gar nicht mehr splitten brauche. Jetzt brauche ich zum Rendern. Ja. Ungefähr so lang, wie das Video nachher wird. Früher, da habe ich 4, 5, 6 Mal so lang braucht, da hat sich das dann schon gelohnt. Aber so eine externe Festplatte, wo man von überall drauf zugreifen kann,
Das fällt mir halt schon irgendwo. Und vor allem eine Festplatte, wo ich weiß, meine Daten vom iPhone, meine Bilder, das Videomaterial, alles, was immer neu war, war automatisch auf der Festplatte, ohne dass ich irgendwas machen müssen habe. Das fand ich natürlich auch mega praktisch und das fällt mir schon irgendwo. Gut, wieder ein kurzes Video der Reihe. Die Post war da. Paketnummer, was habe ich gesagt? 345 war das jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.